Die Schweizer Landtechnik testete 7 Kaltwasser-Hochdruckreiniger in der Praxis. Die Testkandidaten mussten ihre Leistungsfähigkeit bei der Platzreinigung, beim Waschen von Maschinen sowie bei der Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen im Laufstall beweisen. Zudem wurden sie hinsichtlich Zubehör wie Dreckfräser, Schaumlanze oder anderem exakt unter die Lupe genommen. Die einzelnen Testmodelle nun im Schnelldurchlauf. Der Reiniger von Kränzle ist mit bewährter und auch größtenteils selbstgefertigter Technik ausgestattet. Die Kolbenpumpe mit 1140 Liter pro Minute schöpft direkt aus dem im Chassis integrierten Schwimmerkasten. Das hochwertige Edelstahl-Fahrgestell trägt den recht kompakt gebauten Hochdruckreiniger. Als einziger Kandidat war er mit geschraubten Kupplungen für die verschiedenen Lanzenanbauteile ausgerüstet. Auf der hochmontierten Rolle sind 20 Meter Hochdruckschlauch verstaut. Als kompaktestes Gerät im Test musste sich der Reiniger von Kercher beweisen. Ausgerüstet mit der speziell ergonomischen Pistole EasyForce ließ er sich flexibel einsetzen. Das umfangreich verfügbare Zubehör machte ihn sehr vielseitig, was aber auch entsprechende Halterungen und Staufächer erfordert. Von der Schlauchrolle weg wird der 20 Meter lange Hochdruckschlauch über raffinierte Umlenkrollen unten aus dem Gerät geführt, was der Maschine einen guten Stand verleiht. Auch der Kandidat von Moog wird von einer Hochdruckkolbenpumpe versorgt. Der 8,1 kW Anschluss treibt die Pumpe mit einer Leistung von 1260 Liter pro Minute an. Der 10 Meter lange Hochdruckschlauch auf dem Schlauchhaspel schränkte den Arbeitsbereich doch etwas ein. Eine Kunststoffabdeckung schützte den Hochdruckreiniger aber gut vor Verschmutzungen. Gewohnt edel in Chromstahl kommt das Testmodell von Meyer Brackenberg daher. Mit einer Antriebsleistung von nur gerade 5,5 kW brachte das Gerät mit der 1260 Liter pro Minute Pumpe aber beachtliche Leistungen zustande. Alles Zubehör ist an seinem Platz fest verstaut. Viele Komponenten werden vom Hersteller selbst angefertigt. Der 20 Meter lange Hochdruckschlauch auf der Haspel mit Aufrollhilfe war gut, aber hoch verstaut. Dank optimalem Zusammenspiel von Pumpe bis Düse resultiert eine praxisbezogene, tolle Leistung. Das Chassis des Geräts von Erle ist aus einem Stück gefertigt. Der Wassertank ist direkt integriert. Das Gerät wird von einer Kolbenreinpumpe mit 7,4 kW Antriebsleistung und 1300 Liter pro Minute versorgt. Dank dem J16-Stecker war er fast überall einsetzbar. Der große 35 Liter Wassertank trug zum hohen Eigengewicht bei. Die Schlauchrolle an der abnehmbaren Schubdeichsel fasste einen Hochdruckschlauch mit 20 Meter Länge. Der Geräuschpegel bewegte sich auf tiefem Niveau. Das Modell von Nilfisk ging als einziger mit einer vierzylindrigen Kolbenpumpe in den Vergleichstest. Mit 7,3 kW Antriebsleistung und einer Pumpenleistung von 1050 Liter pro Minute behauptete es sich im Testfeld gut. Dank dem Dreirad-Fahrgestell war das Gerät leicht zu bewegen und zu verladen. Die Schlauchrolle mit einem nur 15 Meter langen Hochdruckschlauch schränkte den Aktionsradius etwas ein. Die geschlossene Verschalung hielt die Technik schön sauber. Man sieht es schon am Aufbau, dass das Gerät von Lehma sehr einfach gehalten ist. Dadurch ist es ein Leichtgewicht und punkto Transport einfach zu bewegen. Ganze 25 Meter Hochdruckschlauch ermöglichen aber einen großen Arbeitsradius. Mit dem wassergekühlten 9,4 kW Motor, dem J32 Stecker und einer Reihenkolbenpumpe verspricht er viel Leistung. Als einziges war das Modell mit einem Stundenzähler ausgerüstet. Den ausführlichen Testbericht mit einer detaillierten Bewertung findet man demnächst in der Printausgabe der Schweizer Landtechnik.